sehr Marketing Office in Go. Ich habe die Möglichkeit, mit Zirkeln mir verschiedene Themen zusammenzustellen, individuell anzuzeigen. Hier in diesem Fall habe ich jetzt einen Kreis ausgewählt und zurzeit gibt es nur die Möglichkeit, einen einzelnen Kreis auszuwählen. Wenn ich jetzt mir aber mehrere Kreise zusammen anzeigen möchte, dann kann ich diese Kreise zusammenfügen. Und dazu öffne ich also hier oben das Fenster Zirkel, gehe also hier drauf, öffne das Fenster, das habe ich also schon gemacht, gehe dann hier auf den Account und kreiere dann einen neuen Kreis. Das mache ich hiermit. Ich habe das schon mal vorweg gemacht. Create Circle. Den habe ich Sammler genannt. Muss ich jetzt gerade mal suchen. Da ist er. So, jetzt kann ich in diesem Sammler, kann ich also jetzt hier alle Accounts, die jetzt also in Google drin sind, rüberziehen, indem ich sie einfach markiere. Dazu gehe ich also hier rechts auf More Action. Select All. Ich habe das jetzt gemacht, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Ich kann jetzt hier mit der Hand, die jetzt, also wenn ich jetzt über diese markierten Accounts gehe, kann ich mit der Hand die also runterführen und Drop in den Sammler einfügen. Die sind jetzt aber schon drin, also insofern bräuchte ich das jetzt nicht machen. Jetzt möchte ich einen weiteren Zirkel in diesen Sammler aufnehmen. Dazu klicke ich jetzt Sammler. Jetzt ist der Kreis Painted aktiviert und ich kann jetzt diesen Account hier oben, den einen Account, kann ich jetzt also auch rüberziehen. Also jetzt habe ich Google mit Painting vermischt. So, jetzt kann ich wieder auf meinen Hauptaccount vorne gehen. Jetzt mache ich mal ganz kurz Refresh, damit also auch der neue Stream angezeigt wird. Dazu gehe ich also wieder unter Stream. Da gibt es More. Da sind also dann mehr Kreise. Und hier ist jetzt der Sammler angezeigt. Und da ist jetzt also auch der neue. Gut, es braucht jetzt einen Augenblick, bis es also jetzt aktualisiert wird. Aber darunter kann ich dann die neu zusammengestellten Accounts anzeigen. Ich kann mir natürlich jetzt aus 3, 4 Kreisen kann ich mir was zusammenstellen und individuell dann in der Timeline entsprechend zeigen. Ich hoffe, dass ich damit einen kleinen Beitrag geleistet habe zum Verständnis und würde mich freuen für einen Plus oder einen Reshare oder auch einen Plus meiner Hauptseite Office in Go. Vielen Dank.